Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen super langen Patreon Deluxe Folge The Witcher 3 Wild Hunt DLC Nummer 1. Wie heißt der gleich nochmal? Schnitzel und Bockwurst oder so ähnlich. Ich schau mal kurz in unser Questbuch. Erstens steht da, wie der heißt: Hearts and Stone. Und zweitens würde ich gerne mal gucken, welche Aufträge wir jetzt eigentlich haben. Weil da wir ja nur begrenzte Zeit zur Verfügung haben, würde ich jetzt solche Quests wie der hier gar nicht erst großartig nachgehen. Das kann man vielleicht irgendwann mal machen, aber jetzt nicht. Was haben wir hier noch? Sprich mit dem Kräuterkundler. Hä? Warum denn das? Der Begriff Hexer ist für viele gleichbedeutend mit Monsterschlechter. Das ist eine hinreichend präzise Arbeitsdefinition, doch nicht die ganze Wahrheit. Ich weiß überhaupt nicht, was hier... Wo haben wir diese Quest her? Ist die hier in der Gegend irgendwo? Nein, die ist sogar ganz weit weg. Hä? Naja, da oben sind Gänse. Wir sollten lieber auf unser Zeug aufpassen, dass uns das nicht stibitzt wird. Finde die eine Spitzhacke. Ach so, für den Runenschmied eine Spitzhacke finden. Okay. Erkunde das Ritterlager. Das war jetzt das für die Formel, ne? Die... Oder? Ach nein! Ah, das war... Ich bin noch gar nicht fertig mit der Quest von dem Getöteten. Das hat mich jetzt nur zufällig hierher geführt. Ah ja, alles klar. Und dann haben wir noch die Hauptquest. Die sollten wir eigentlich machen und die Kanalisation von Ochsenfurt betreten. Ich würde gern noch den Mordfall klären, den Armbrustschützen. Ich dachte einfach, das waren diese Ritter in diesem Rittergangsterlager und fertig. Aber scheinbar war das noch nicht die ganze Quest. Ich habe dann nur gleich die von dem Tagebuch da angenommen und dann ist alles eskaliert. Deswegen plötzlich reiten wir nochmal zurück. Du kennst den Weg ja jetzt. Ich muss also nichts machen, außer den Knopf gedrückt halten, stimmt's? Nein, Plätze. Da reiten wir lang. Hilfe! Hat er gerade wieder um Hilfe geschrien? Naja. Hallo? Langsam. Was ist denn los? Schreien die wegen mir so? Ich glaube, die schreien wegen mir so, oder? Leute, kein Grund zur Panik. Plötze tut nichts. Ich weiß, Plötze sieht wie ein gefährliches Schlachtross aus, ist aber zahm wie eine Entenfeder im Mai. Oh oh, der ist tot. Entschuldigung. Ich glaube, Plötze hat gerade jemanden überritten. Plötze ist halt doch ein gefährliches Schlachtross. Ich habe die gewarnt. Ach ja, Plötze, reiten wir wie der Wind, bitte. Über Stock und Stein. Querfeld ein. Das reimt sich. Wenn es ein bisschen schneller gekommen wäre, nicht so lange gedauert hätte, wäre es total toll gewesen. Dann hätte ich gesagt, über Stock und Stein, querfeld ein. Und alle hätten sich gefreut und gelacht. Und es wäre ein riesen Juchhai gewesen. Aber so, es war zu spät. Zu viel Zeit dazwischen. Ha! Riesige Insekten. 999. Ruhig, plötzlich ruhig. Alles gut. Ganz cool bleiben. Du musst keine Angst vor Monster haben. Und überanstreng dich nicht. So, da wären wir wieder. An der Stelle, an der wir gerade 100 Millionen Leute ermordet haben. Irgendjemand hat die Leichen... Ja, die Leichenfresser, ne? Die sind zack auf zack hier. So, ich habe mir schon gedacht, das leuchtet komisch. Ich konnte vorher nicht interagieren ohne Detektivmodus und dann habe ich es vergessen. Das war wahrscheinlich der Brief, den wir suchen. Befehl zum Angriff auf Bogendorf. Ich schätze mal, da wurde der getötet, oder? Ich habe Gerüchte gehört, dass sich in dem einstmals verlassenen Dorf Bogendorf neue Einwohner niedergelassen haben. Eine Gruppe meiner Banditen hat das Dorf übernommen, um dort Fistich herzustellen. Fiststech. Ich sage immer irgend so ein Fantasiewort. Also irgendwas, das so ähnlich ist. Fiststech wahrscheinlich herzustellen.
Dies können wir nicht zulassen. Ich erteile den Befehl, das Dorf anzugreifen und dieses nutzlose Pack auszulöschen. Wir werden an jeden von ihnen ein Exempel statuieren oder des Schreckens statuieren. Bringt alle Ausrüstungsgegenstände und Vorräte in unser Labor nordwestlich von Brunvik. Alles andere wird zerstört. Gezeichnet Ulrich. Untersucht das Labor. Okay, Plötze. Auf und davon. Ich finde eigentlich die Welt von Witcher 3 zwar schön designt, ne? Die Wälder, der Wind hier. Ich meine, das Spiel hat jetzt auch schon wieder etliche Jahre auf dem Buckel. Das war damals überwältigend und ist heute noch irgendwie ganz schön, atmosphärisch zumindest. Aber so rein gameplay-technisch ist das meiner Meinung nach so the worst case an Open-World-Design eigentlich. Weil das ist diese typische, die Welt existiert nur, damit du von A nach B läufst im Grunde Welt. Ohne echten Inhalt, ohne echten Mehrwert eigentlich. Das ist wirklich nur der Weg zwischen zwei Punkten. Aber wie gesagt, atmosphärisch ist es, schön ist es. Es gibt Welten, die sind vielleicht gameplay-technischer besser integriert, machen mir aber viel weniger Freude zum Durchreisen. Oder bereisen oder durchqueren. Hey, das sagt man nicht. Mensch, gleich wieder entmonetarisiert wegen dir das Video. Todesspirouetten. Jetzt sind schon Spirouetten. Ich habe keine Ahnung, was ich da rede manchmal. Was heißt manchmal? Oh nein, ich habe meine ganze Magie für die Spirouetten verbraucht und wollte jetzt hier unbedingt... Oh, ich bin fast tot schon wieder. Schnell, verbesserte Schwalbe. Schnell, noch eine verbesserte Schwalbe. Okay, genug verbesserte Schwalben. So, und jetzt wird... Es ist noch nicht zu spät, sich zu erheben. Oh, hier ist noch irgendwo ein Bolzen, Heini. Oh, du komm hier nach Hause. Steckt aber ganz schön was ein, ne? Oh, hallo. Muss das sein? So, den haben wir mal hier ordentlich aus dem Bild gekickt. Ah ja, genau, Schildbert ist noch übrig. Raubritter Schildbert. Und schon ist sein Schild weg vom Fenster. Och Gottchen, Geralt. Musst du die immer so zerteilen? Was ist eigentlich? Wie funktioniert eigentlich die Physik in dieser Welt? Die Kerle sind quasi am Anfang aus Stein und unser Schwert knallt dagegen, als wäre es ein stumpfer Knüppel. Und plötzlich schlagartig werden die aus weicher Vaseline zusammen geklöppelt und werden zerschnibbelt wie sonst noch was. Aufklärungsbericht Flammenrose. Erster Tag. Zwei miese Arschgesichter aus dem nahegelegenen Dorf haben eine Kuh vorbeigetrieben. Ein bisschen Rind wäre zwar nicht schlecht, doch diese Dumpfbacken waren zu jämmerlich, um ausgeraubt zu werden. Bettelarm und nach Schweinestall stinkend. Also ließen wir sie ziehen. Ein Wagen mit Saatgut, der von Brunvik nach Ochsenfurt unterwegs ist, nicht die Mühe wert. Tag 2. Öde, öde, öde. Nichts los auf der Straße. Tag 3. Habe in der Ferne einen Militärtransport gesichtet. Schwer bewacht. Befördern Fässer in ihrem Wagen. Vermutlich Wein oder Honig. Waffen? Das wäre wenigstens ein Angriff wert. Ich verstehe den Satz nicht. Waffen? Befördern? Vermutlich Wein oder Honig. Waffen, das wäre wenigstens ein Angriff wert. Ach so, Wein und Honig wären nicht in Angriff wert. Waffen, das wäre wenigstens ein Angriff wert. Na gut, okay. Die Jungs waren am Abend außer sich vor Langeweile. Also vergnügten sie sich mit zwei Huren, die zum Pilzsammeln in den Wald gekommen waren. Nachdem sie ihren Spaß hatten, zwang ich sie, die Mädels gehen zu lassen. Hoffentlich kommen sie schnell mit ein paar Männern aus ihrem Dorf zurück. Das wäre ein unterhaltsames Kampftraining.
Ja, okay. Das ist immer gut, wenn man irgendwelche Leute umbringt, die man irgendwo so mitten auf der Straße trifft, ohne irgendwie einen Grund. Dann ist es immer nett, wenn man so kleine Geschichten hat, weil einem das Spiel sagt, ja, ja, komm, die waren super, super böse. Und dann liest man den Text und denkt sich so, boah, wenn ich die nicht schon umgebracht hätte, würde ich sie am liebsten nochmal umbringen. Aber den Zauber haben wir nicht, dass wir sie wieder erwecken, um sie nochmal zu töten. Haben wir nicht Reparatursets? Oh, stimmt, ich habe doch ein neues Schwert gekauft, das können wir gar nicht benutzen. Aber wir haben... Hey, warum sind denn die so mächtig? Das ist voll irre. Guckt euch das mal an. Vergleichen. Ich meine, mein anderes Schwert hat schon ganz viel crazy shit, aber das macht halt einfach pro Schlag 100 mehr Schaden. Und so wie ich spiele, ehrlich gesagt, ist drauf, ich klopp halt. Ach, was rede ich lang? Was mehr Schaden macht, mehr Standardschaden, das wird ausgerüstet. Das ist ab jetzt die neue Regel. Mehr Schaden, mehr Rüstungswert ist quasi schon ausgerüstet und fertig. Habe ich ein Schwertreparaturset? Bitte, bitte, bitte. Ja, habe ich. Irgendeins meiner Schwerter ist nämlich sehr kaputt. Okay, passt schon. Jetzt muss ich aber nochmal kurz gucken. Nicht, dass jetzt durch die Reparatur irgendwie, ne? Das könnte ja sein. Weil hier, dieses Schwert hier verliert. Ja, ja, ich musste es einfach nur reparieren. Dann ist es nämlich gar nicht mehr so schwach. Das hatte ich fast vergessen, dass das so ist in dem Spiel. Weil wenn ich sie jetzt vergleiche, dann ist es irgendwie immer noch genauso viel stärker. Ja, dann weiß ich es auch nicht mehr. Oh. Okay, ich nehme mal den Säbel. Ja, gut. Okay. Haben wir einen Säbel, der pro Schlag 100 Schaden mehr macht. Ich glaube, das lohnt sich. Also, wo waren wir stehen geblieben? Irgendwelche Raubritter haben wir ganz schön vermöbelt. Plötze. Teleportation. Plötze. Da kommt es, ein wildes Plötze attackiert. Apropos, ein wildes Plötze attackiert. Ich habe doch einen neuen Plötzehelm. Wie nennt man das bei Pferden? Plötzemütze. Finde ich. Für ein besseres Pferdepanik-Scheuklappen. Bessere Pferdepanik-Scheuklappen. Jetzt sieht Pferde? Jetzt sieht Plötze aus. Wie ein mächtiges Schlachtross. Ja, ist schon gut, mächtiges Schlachtross. Keine Angst. Ist nur eine ganz kleine Stufe. Das sieht gefährlich aus. Wo sind wir hier? Ah, hier müssen wir hin. Perfekt. Hallöchen. Der rote Ritter. Rudi Rolpelstilzchen. Was ist das? Hat der Orden der Flammenrose einen neuen Sitz? Gar nicht schlecht. Hör zu, Streuner. Ich weiß nicht, was du hier willst, aber ich gebe dir einen Rat. Geh dorthin zurück, woher du gekommen bist. Und? Was machst du noch hier? Muss ich dir erst den Schädel einschlagen? Ich frag mich, was da drin ist. Riecht nach Fistech. Was dagegen, wenn ich mir das anschaue, Brüder? Wir haben was dagegen. Ziemlich viel sogar. Schluss mit den Spielchen. Ich zähl bis drei, dann bist du weg. Verstanden? Eins, zwei. Noch besser. Ihr zählt alle bis 100. Verstanden? Drei, vier, fünf, sechs. Guter Anfang. Und jetzt zur Seite.
8, 9, 10, 11, 12, 13. Aufgeschlossen. 15, 16, 17. Aber was passiert, wenn er bis 100 gezählt hat? Ich hätte lieber bis 7 Milliarden zählen lassen. 22, 23, 24. Aber lustig ist es. 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 35, 36. Ja, komm. Weiter geht's. Oh, das wollte ich nicht. Sind wir keine Feinde hier? Anscheinend nicht. Wir sind ja alle Freunde, na dann. Verdammt! Wer zum Teufel bist du? Ich bin ein Hexer. Oder, wie ihr Brüder mich gerne nennt, ein Mutant. Du solltest gar nicht hier sein. Und Ritter der Flammenrose sollten keine Menschen umbringen oder Drogen herstellen. Ja, sollten wir nicht. Wir sollten die Unterdrückten beschützen, den Glauben an das ewige Feuer verbreiten. Aber Radovid hat uns reingelegt. Seinen Schwur gebrochen und unsere Brüder an die Front geschickt. Als der mächtige Orden ausgeblutet war, hat er uns aufgelöst. Er hat unsere Ländereien und Besitztümer für seinen Krieg verwendet. Wer nicht widersprach, wurde zum Hexenjäger ernannt. Wer es wagte, sich gegen ihn zu erheben, wurde eingesperrt oder ins Exil geschickt. Wir sind nur wenige, die noch die Farben tragen. Und wir müssen einen neuen Platz für uns finden. Ihr seid also zu Schurken geworden. Wolltet ihr das, was Siegfried von Denesle wohl dazu sagen würde? Siegfried von Denesle würde... Aber woher kennst du? Ich kenne dich. Du bist Geralt von Riva. Du hast Jack der Aldersberg getötet. Ganz genau. Und wenn ich müsste... würde ich es wieder tun. Das war der Beginn unseres Niedergangs. Das hast du ausgelöst, verfluchter Mutant! Zieh deine Klinge! Kein Grund zu brüllen. Bitte einfach höflich darum. Ich häng grad fest. Warte kurz. Unfair, unfair. Au. Au. Das ist hier echt ungünstig. Was ist los? Ich komme hier nicht mehr raus. Guckt euch das mal an. Heiliges Kartoffelchen. Jetzt super Wirbel-Zwirbel-Zauber-Attacke. Okay, das war nicht schlecht, aber jetzt müssen wir ein bisschen rumkugeln, bis wir uns geheilt haben. Nein, du musst mehr rumkugeln, Geralt. Oh nein, da hinten sind noch mehr Gegner. Oh Gott. Oh Gott, wir müssen so rumkugeln. Ah, oh, der Kampf hier ist aber gar nicht ohne. Das sind ganz schön viele. Okay. Mund halten und kämpfen. Sagt niemand, sagt was außer dir. Oder meinst du mich? Du hast recht, ich muss mich konzentrieren. Wow, das war... Au, oh, die Kombo... Ah, Todeskombo, Bombo-Kombo. Wombo-Kombo. Zum Glück noch mal rausgekommen. Okay, Ulrich.
Jetzt sind nur noch wir beide übrig. Und ich hämmer dir dein Schild aus der Hand. Oh, da ist ja noch einer. So, Uli. Pupuli. Das war dann das. Das war ein ganz schön wirbeliger Zwirbelkampf, Mensch. Zum Glück haben wir uns nochmal rausgezwirbelt aus der Situation. Oh, Handschuhe passend zu meiner Rüstung. Ob ich die schon anziehen kann? Die Handschuhe, die ich extra für teures Geld gekauft habe, die wahrscheinlich die gleichen sind, die ich jetzt gefunden habe, konnte ich ja noch nicht anziehen eben. Weil ich noch zu klein bin. Ein zu kleiner Bibi-Witcher. So, die Kerze machen wir auch aus. Das hat er jetzt davon. Was mache ich jetzt eigentlich? Ich bin irgendwie... Sucht die Frau auf, die dich angeheuert hat, um deine Belohnung zu holen. Achso, wir sind hier fertig. Cool. Na, haben einige coole Rüstungsteile und so noch gefunden. Jetzt plündere ich die letzten paar armen Trottel hier auch noch. Sehr schön. Schauen wir mal mit euch beiden. Schlechte Wollt ihr Idee. Auch noch kämpfen? Hier, Hexer! Hexer! Ich gebe ja zu. Ich gebe ja zu, dass ich Feuer aus meiner Hand zaubern kann, ist unfair den beiden gegenüber. Aber schubsen, ernsthaft schubsen, das geht dann doch zu weit. Schubsen, ey. Ein rostiger Schlüssel. Nanudana. Wirklich jetzt, Nanudana? Für was brauche ich denn bitte einen rostigen Schlüssel? Habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Schießen wir mal ein bisschen mit unserer Armbrust durch die Gegend, einfach so. Und irgendwann finden wir dann wieder raus, wie wir sprinten können. Habe ich hier vielleicht irgendwie eine Schatzkiste übersehen oder so? Für was brauche ich denn bitte einen rostigen Schlüssel? Seltsam. Hier war doch gar nichts. Oder meint ihr, es gäbe hier irgendwie... Möglicherweise gäbe es hier einen zweiten geheimen Eingang und mit dem rostigen Schlüssel käme ich raus. Könnte ich mir auch vorstellen. Oder der rostige Schlüssel ist hier für dieses offene Gefäß ohne Deckel oder Schloss. Wahrscheinlich eher... Naja. Okay. Raus mit uns. Mal schauen, ob die schon fertig sind mit Zählen. Ach, das waren die beiden. Oh... Die habe ich in mein Herz geschlossen. Naja. So schnell kann es gehen. Komm schon, Plätze. Plätze, Plätze, Plätze. Hey, seit ich jetzt angefangen habe zu spielen, das sind jetzt 1,5 Stunden ungefähr, seitdem regnet es hier, oder? Kann das eigentlich sein, zufällig? Plötzlich, habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Wildschweine sind gefährlich. Ich weiß nicht, warum er da uns sein Schwert zieht. Ich will das Schwert eigentlich wegstecken. Danke. So, Plätze. Hier müssen wir hin. Jetzt sind wir wieder richtig. Warum verliert plötzlich gerade keine Ausdauer? Wir sind voll Turbo unterwegs, oder? Unendlich Turbo-Modus. Plötzlich ist auf Lichtgeschwindigkeit übergegangen. Schade, jetzt ist alles aus. Heya! 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 Blub, 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 blub.
Oh, was ist denn hier los? Entschuldigung, Kind. Schick mir deine Orthopädenrechnung. Warte mal, das sind noch 1000 Schritte. Vielleicht können wir uns ein bisschen näher ran teleportieren wenigstens. Hey Kind, du bist gerade voll in mein Pferd gelaufen. Jetzt schick ich dir meine Hufeisenschmiedrechnung. Ah. Um Gottes Willen. Sudala, wo müssen wir denn bitte hin? Wo ist denn die Frau Questgeberin? Irgendwo da unten. Boah, es ist ja... Hallo, wirklich? In Ochsenfurt? Hä? Warte mal. Welche Quest haben wir da gerade gemacht? Bin ich etwas verwirrt? Ich dachte, wir haben jetzt die Quest für die andere Frau bei den Banditen da von den Wilden gemacht, die mit den Tattoos und so. Ich dachte, deren Quest war das. Und jetzt gehe ich nach Ochsenfurt. Aber ist eh nicht schlecht, weil wir wollten eh in die Ochsenfurter Kanalisation. Ich habe jetzt schon ein bisschen Angst, muss ich zugeben. Ein bisschen mulmig ist mir bei dem Gedanken, jetzt in die Kanalisation zu gehen. Es ist bei mir jetzt mitten in der Nacht. Oh, es ist sogar schon... Uiuiui, die Zeit vergeht. Es ist sogar schon eher früh morgens. Es ist genau 3.33 Uhr. Tatsächlich. Punkt 3.33 Uhr. Na, ich schätze mal, nach der Folge mache ich dann aber am Schluss. Oh! War das ein Hühne? Ich habe eine narrensichere Methode, Hexen zu exorzieren. Na dann. Aha, das ist sie tatsächlich. Woher wusste ich denn, dass sie hier ist? Und warum hat sie keine Tattoos mehr? Waren das nur Zeichnungen? Oder sind die noch nicht geladen? Wahrscheinlich waren sie nur noch nicht geladen, oder? Ich hab deinen Freund gehört. Genau, das sind sie. Ha! Ich wusste, du schaffst es, Katzenauge. Ich wusste es. Also raus damit. Wer war der Mistkerl? Mistkerle. Brüder des Ordens der Flammenrose. Was hast du mit ihnen gemacht? Mit heißen Eisen verbrannt? Die Augen rausgerissen? Gehäutet? Nein, nur getötet. Ach, naja. Stattlich und langweilig. Ich habe sie schon angezündet, alle. Hier, Katzenauge, dein Gold sollte für ein bisschen Extravaganz reichen. Kennzeichen des Bösen. Kennzeichen des Bösen. Stufe 36. Und damit meine ich, doch stimmt schon, 36. Das heißt, wir können unsere Handschuhe, die wir gekauft haben, anziehen. Und ich habe noch gar nicht geguckt, was wir gefunden haben. Es ist alles so aufregend hier. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was los ist. Ich hatte doch noch ein Schwert, das gut war. Irgendein neuer, guter Säbel oder so, der noch stärker war als das. Ah ja, vielleicht war es das... Nee, Schwert des Ordens der Flammenrose war es, glaube ich, nicht. Wäre nochmal um 5 stärker, aber trotzdem auf jeden Fall. Kann ich die nicht einfach nach Schaden sortieren oder so? So ein Flammenrosenschwert wäre nochmal ein kleines Pöbelchen stärker. Weiß ich aber jetzt auch nicht, ob ich das will. Chance auf Verbrennen, auf Verstümmeln, Igni-Zeichen. Entspricht eher meinem Stil auch so. Okay, dann machen wir das. Und ich schmiede gleich noch ein kritisches Treffer-Chance. Oder was ist das? Egal. Rein damit. Okay. Nice. Roy. Betritt die Kanalisation. Perfekt. Hat gleich die nächste Quest für uns ausgewählt, automatisch. Oh, hier gäbe es auch noch Sidequests. Nee, nur ein paar Zettelchen. Na, dann ist schon gut. Oh, hab mir da gerade im Vorbeilaufen eine gewatscht. Hey, was suchst du denn hier? Ich bin schon. Habe ich ganz genau gesehen. Da in den Kanälen ist ein grässliches Biest. Dem weichst du besser aus. Oh. Dutzende von Jungfrauen verschlungen haben, aber auch viele tapfere Kämpfer sind reingegangen und... Naja, zum Glück ist unser Geralt keine Jungfrau mehr. Was? Nur so ein ertrunkener Tölpel. Der ist wahrscheinlich nicht die Bestie, von der hier alle reden. Mein Gott, Trunky Bolt. Das ist gut.
Na dann, suchen wir nach der Bestie. Wahrscheinlich ist die Bestie jetzt wieder, so wie ich das Spiel kenne, ist die Bestie irgendwas Interessantes, Besonderes. Es ist nie so, wie es scheint. Wenn jetzt einfach irgendein Monster kommt und sagt, hallo, ich bin ein böses Monster, bin ich fast schon enttäuscht. Außer es ist ein einzigartiges Monster, das wir noch nie vorher gesehen haben. Aber es wird natürlich jetzt erst, das macht ja die Quest zu gut. Es wird erst... Oh nein, ausgeschlossen, klar? Wag es ja nicht. Bitte, tu mir das nicht an. Shani? Geralt? Was machst du hier? Ich versuche, ihn zu retten. Hilf mir. Shani, hör auf. Er ist tot. Ich bin sicher, irgendwas können wir tun. Lass das sein. Verdammt! Alles umsonst. Du hast getan, was du konntest. Ist Geralt jetzt Arzt oder was? Danke, Geralt. Ihrem Halsband nach ist sie eher Arzt. Es sieht wirklich aus wie ein Halsband, oder? Schön, dich zu sehen. Gleichfalls. Hab dich nach Vysima aus den Augen verloren. Was hast du getrieben? Lange oder kurze Fassung? Ich habe mich wie immer um die Kranken und Verwundeten gekümmert, vor allem in meiner Ochsenfurter Klinik. Aber in Redanien helfe ich bisweilen auch der Armee. Ich will auch die lange Fassung hören. Sicher. Wenn wir aus der Kanalisation raus sind. Ist die redanische Armee auch dienstlich hier? Oder vertritt sie sich in der Kanalisation nur die Beine? Die Befehle kamen heute Morgen. Ich bin mit einer Einheit hier runter, dann hat uns etwas angegriffen. Der Soldat. Hat er dir was bedeutet? Er hieß Noels. Nächste Woche hätte er Urlaub gehabt. Das hat sich jetzt erledigt. Auch für den Rest seiner Einheit. Wie viele waren sie? Ein ganzer Trupp. 6 tapfere Jungs. Alle tot. Was hat euch angegriffen? Hast du es gesehen? Nein. Ich bin gerannt, als es aufgetaucht ist. Es war riesig. Hat Gift gespuckt und so Schlürfgeräusche gemacht. Mehr weiß ich nicht. Hm. Wohl kein großer Nekrophage und kein Ertrunkenenrudel. Nein. Das war nur ein Ding. Ein großes. Jemand hat eine Fackel draufgeworfen. War dem Monster egal. Vor Feuer hat es also keine Angst. Gut zu wissen. Ha, schade. Wieso haben sie euch hier runtergeschickt? Also, wenn's nicht vertraulich ist. Ich brauche eine Giftprobe von dem Vieh, das durch die Kanalisation strahlt. Es sterben nicht nur die Leute, die hier runterkommen. Das Wasser in den Brunnen ist vergiftet. Die Leute werden krank, auch die redanischen Soldaten. Ich will das Monster töten. Ich kann dir etwas Gift mitbringen. Nett von dir. Aber ich würde lieber mitkommen und die Probe selber nehmen. Die Kreatur ist gefährlich. Du hast gesehen, was sie tut. Ich bin ein großes Mädchen, Geralt. Ich komme zurecht. Versuch nicht, es mir auszureden. Du weißt, wie stur ich bin. Ja, na schön, deine Entscheidung. Zeigt mir also, wo das Monster euch angegriffen hat. Hier lang. Okay. Das Gitter ist verbogen. Das muss was Großes mit Schwung gewesen sein. Ist jetzt die Frage, ne? Ich habe es zugemacht, als ich geflohen bin. Das Monster muss reingekracht sein. Gut, dass es gehalten hat. Aber jetzt müssen wir einen anderen Weg finden. Lohnt es sich überhaupt, da draußen zu suchen? Ich hoffe eher, dass der Schlag des Monsters eine der Wände geschwächt hat. Ah. Clever Girl, Geralt. Vorsicht, vielleicht ist das Monster noch hier. Das sieht wie ein Alien-Bau aus hier. Soldaten aus deiner Eskorte? Ja, das sind sie. Vern, Miklas, die Armen. Die Bestie scheint nicht herumzuspielen. Sie haben mir das Leben gerettet.
Kanntest du sie gut? Ihn erst seit heute Morgen. Aber Vern kenne ich noch aus der Schlacht von Doria. Miklas ist erst seit Jule dabei. Tut mir leid. Wenn das Biest tot ist, müssen wir jemanden herschicken, der die Leichen holt, damit wir sie anständig beerdigen können. Was genau ist passiert? Wir kamen hier rein und Miklas wollte nach Spuren suchen. Dann griffen Ertrunkene an. Mit denen haben die Männer kurzen Prozess gemacht. Aber Franz ist verletzt worden. Am Bein. Ich wollte ihn verbinden. Nols stand Wache. Dann erschien das Monster. Nols schubste mich zum Ausgang und rannte auf das Vieh zu. Ich drehte mich um und sah ihn in irgendeinem klebrigen Zeug liegen. Ich holte ihn und schleifte ihn dahin, wo du uns gefunden hast. Wo war das Monster? Miklas und Vern haben es von uns weggelockt. Und teuer dafür bezahlt. Hast du gesehen, was euch angegriffen hat? Es geschah zu schnell. Ich habe es nicht genau gesehen. Nur von hinten. Groß war es. Und schleimig. Ich muss mich umsehen. Der Mann, den du verarztet hast, ist er hier? Franz? Ich sehe ihn nicht. Vielleicht hat das Monster ihn fortgeschleift. Kann sein. Das Biest ist vermutlich hier reingekommen. Oder raus. Ganz schön tief. Ganz schön tief. Die untere Ebene der Kanalisation ist seit Jahren versperrt. Aber Kommandant Vern hatte einen Generalschlüssel. Mal sehen, ob ich ihn finde. Muss ich jetzt da runter gehen? Da unten ist ganz schön was los auf jeden Fall. Huiuiui, naja. Das wird lustig. Schwertwunden. Das war kein Monster. Schlüssel zum Tor der Kanalisation. Gut, dann los. Befehl 1548E246 erteilt von Albrecht Hockenhole. Hauptmann Vern Pallack und seine Einheit erhalten den Befehl, die Kanalisation von Ochsenfurt zu betreten, um Feldärztin Shani auf ihrer Mission zu eskortieren, eine Probe des Toxins zu erhalten, das von der Kreatur ausgespien wurde, die sich dort aufhält und unser Wasser vergiftet. Falls möglich, soll N, die Kreatur N, getötet werden. N. Okay, Verzeihung. So. Ups, falsch gedrückt. Ab. Nee, wir gehen nicht ins Loch. Okay, gut, Geralt. Machen wir es auf deine Weise. Ich wäre jetzt ins Loch runtergesprungen und dann Todeswirbel kann ich jetzt nicht machen. Legende, dass das Monster ein verwunschener Prinz ist. Todeswirbel. Die Frauen genau. Fallen reihenweise drauf rein. Wenn ich rausfinde, wer diese Legende in die Welt gesetzt hat, bringe ich ihn um. Wahrscheinlich. Nicht dran? Das ich Monster habe Medizin selbst. Nicht Literatur. An Märchen glaube ich schon lange nicht mehr. Ich glaube nicht, dass Literaturstudenten unbedingt an alles, was sie lesen, auch glauben. Aber gut. Ist es da dunkel. Gruselig. Uiuiui. Eine tote Person. Eine unglückliche Romantikerin. Wollte einen Fluch brechen, starb stattdessen einen ekelhaften Tod. Shani, pass auf! Weg da! Tot, aber einer wuselt noch irgendwo rum. Ich sehe es genau auf der Minimap. Oh, zwei mindestens noch.
Also das Schwert betäubt aber oft, ey, oder? Wie oft die... Was war denn das für ein kritischer Krittelschlag des Todes? Verdammt, das war Jude. 3.33 Uhr. Behaltet das im Hinterkopf. Deswegen bin ich wahnsinnig. Die Nacht, ich bin so Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Da ist Franz. Ich bin immer Mr. Hyde halt. Was das ist der einzige Unterschied. Was für eine Kreatur würde sowas tun? Viele ertrunken hier. Bedeutet das was? Das heißt, dass unser Monster die nicht angreift. Scheint mit den übrigen Kanalisationsbewohnern zurechtzukommen. Symbiotisch vielleicht. Interessant. Was? Franz war am Bein verwundet, nicht wahr? Mhm. Direkt über den Knie. Konntest du es mit was behandeln? Ja, mit Schnaps. Aber das war alles. Warum? Sieh mal, das Bein ist halb weg. Das Monster muss es abgebissen haben. Die anderen Leichen waren unberührt. Bis auf die Wunden aus dem Kampf. Willst du behaupten, das Monster mag Alkohol? Mhm. Mit Blut gemischt. Alkoblut. Blutpops. Oder meine erste Idee wäre jetzt gewesen, aber das Geralt wird besser wissen als ich, dass es irgendein riesiges Spinnenmonster ist, das da irgendwie Gift, Muskelgewebe auflösendes Gift in die Wunde injiziert hat und das Bein ausgezuzelt hat, wie eine Weißwurst. Aber wahrscheinlich mag es einfach nur Alkohol mit Blut. Kann auch sein. Hier erfahren wir nichts mehr, glaube ich. Wir müssen das Lager finden. Bin direkt hinter dir. Willst du nie lieber vorgehen? Nicht, dass ich Angst hätte, aber... Geralt hat schon einfach den besten Kampfstil überhaupt. Schon allein deswegen würde ich mir Geralt für Smash Brothers wünschen. Auch wenn viele sagen, oh, nicht noch ein Schwertkämpfer. Aber ich glaube, bei Geralt kann man eine Ausnahme machen, oder? Aber Geralt geht natürlich nicht, weil Geralt ist ein Buchcharakter. Er ist halt ursprünglich eine Figur aus der Literatur und keine Videospielfigur. Und das ist ein Smash Brothers Totschlagkriterium. Das ist so ziemlich die einzige offiziell bestätigte Regel, die Figuren ausschließt. Shani, kannst du hier deine Probe holen? Alles andere ist nur sicher. Fantheorie. Vermischt mit Dreck, Geröll und ertrunkenen Kot. Die Probe muss sauber sein. Am besten aus dem Lager. Shani, pass auf, weg da! Ich meine, Shani ist eine Ärztin und so, ist schon, verstehe ich, wahrscheinlich keine Kampferfahrung und so, ist auch alles cool und so, will gar nicht, aber wir haben ungefähr 18.000 Schwerter in unserem Inventar, wir könnten ihr eins geben, nur zur vorsichtshalber, man weiß ja nie, aber nee, ist mir doch wurscht, macht was ihr wollt. Reliktschwert, neues Reliktschwert erhalten, bitte anschauen, Geralt. Das wahrscheinlich, oder? Oh, das ist ein kleines bisschen schwächer als das, das wir jetzt haben, aber hat 3 leere Slots. Ach so, nee, warte mal. Das Schwert ist... Ich verstehe schon. Wenn, dann bräuchte ich ein besseres Stahlschwert. Ein Silberschwert haben wir immer noch. Ein sehr gutes. Nee, Stahlschwert, Silberschwert fetzt. Weiter geht's. Überall tote Ertrunkene. Komisch. Ich habe gedacht, das Monster toleriert sie. Solange sie nicht zu nahe rangehen, schätze ich. Jetzt wird's spannend. Ich bin wirklich gespannt, was wir treffen. Die Quests sind so gut in dem Spiel. Überall Schleim und dieser Gestank. Das muss das Lager sein. Frisch und feucht. Das Fieber gerade hier. Ich nehme die Probe.
Das ist echt so gut. In jedem anderen Spiel wäre das, geh da und dahin und töte das Monster. Korridore laufen hier zusammen. Dann geht man da und dahin und dann ist da ein Monster und dann Hauptmanns. Ende. Wir müssen das Monster anlocken. Und wie? Wir wissen nicht mal, was es ist. Aber wir wissen, dass es auf Blut mit Alkohol steht. Und Alkohol habe ich zufällig dabei. Ach, Blut hast du nicht dabei. Du willst dich doch nicht selber verletzen, oder? Ganz ruhig. Wir haben reichlich Kadaver. Die nehme ich. Hast du genügend gesammelt? Ich hoffe. Aber reines Gift hätte ich auch gerne. Wenn du das Monster getötet hast. Um ein Gegengift herzustellen? Wozu, wenn das Biest tot ist? Ich habe noch ein paar Vergiftungen zu behandeln. Außerdem kann ich das Gift untersuchen und testen. Vielleicht hat es spannende Eigenschaften. Vielleicht hat das Gift zum Beispiel so einen Plot-Twist in der Mitte, mit dem man nicht gerechnet hat. Ich mach mich dran. Ich bezweifle, dass ich im Kampf viel nütze. Aber hinterher brauchst du mich vielleicht. Ich versteck mich. Am besten wartest du oben auf mich. Oder zu Hause. Aber... Kein Aber. Warte im Durchgang, wenn du willst. Aber lieb ist mir das nicht. Wenn das Monster erscheint, rennst du nach oben. Lieb ist es mir nicht. Shani, sieh mich an. Versprich, dass du dich raushältst. Versprochen. Gut, jetzt versteck dich. Sei vorsichtig, Geralt. Wetten, dass sie sich nicht raushält und uns das Leben rettet oder irgendwie sowas? Aber gut. Ich bin gespannt. Was treffen wir jetzt? Wahrscheinlich ist es nur eine Krabbenspinnenkönigin oder irgendwie sowas, ne? Also keine Ahnung, das ist schon ungewöhnliches Verhalten hier, aber... Wahrscheinlich ist es irgendwas... Aber ne, Geralt kennt das ja anscheinend auch nicht. Ich meine, diese ganzen Wucherungen und so... Sollten ihm ja bekannt sein, wenn er schon mal gegen sowas gekämpft hat, sollte man meinen. Das ist sehr auffälliges Monsterverhalten, das das Ding hier zeigt. Dass unser erfahrener Super-Witcher nichts von diesem Wesen weiß, ist schon faszinierend. Wer weiß, wie lange das schon in den Tiefen der Kanalisation gelebt hat, gewartet hat. Und jetzt ist es erwacht. Cthulhu. Es ist nicht tot, was lange schläft. Oder was ewig schläft, oder was ewig liegt. Irgendwie so. Okay. Holy shit. Damit habe ich nicht gerechnet. Eine Kröte. Na toll. Oh Gott, ey. Wie sollen wir denn gegen das Ding kämpfen? Boah! Gut, dass er uns nicht auf einen Haps gemampft hat. Okay, Geralt, Rückzug! Wir müssen uns heilen! Trink eine Schwalbe, schnell! Trink noch eine Schwalbe! Und iss noch ein Fleisch und jetzt kugeln wir ein bisschen durch die Gegend. Ah ja, ich glaube, wir haben seine KI kaputt gemacht. Ne, okay, jetzt reagiert er wieder.
Ach, komm schon. Ich weiß wirklich nicht. Ich habe eine Idee. Er ist wahrscheinlich klüger für den Kampf. Come on, Krüti. Ah, Blödsinn. Verdammt! Okay, jetzt konnten wir wenigstens mal ein paar gute Treffer landen. Bin ich ja schon froh. Das Gift von dem Ding ist krass. Oh, wir sind ein bisschen... Ich darf nichts mehr trinken. Wir sind schon ziemlich am Giftlimit. Schluss mit Tränken. Jetzt sind wir vergiftet. Und jetzt müssen wir geheilt werden, ganz dringend. Und der Krötenheini war tatsächlich ein verzauberter Prinz. Und jetzt kommen die Ertrunkenen. Und wir sind tot. Game over. Ich meine, wir wissen ja, wie es für Geralt in meiner Realität enden würde. Insofern... auch schon wurscht. Das ist nicht so, wie es aussieht, Jafar. Tut mir leid. Ich finde, das sieht wirklich aus wie der Aladdin Jafar. Naja, ich habe den Aladdin Jafar nicht mehr wirklich vor Augen. Wahrscheinlich nicht wirklich. Ich glaube, der hat keine Glatze. Der hat immer so einen Hut auf, da weiß man es nicht. Aber der hat auch so ein langes Gesicht und so ein Bart. Und er ist der böse Großvisier. Wetten, der Kerl ist auch der große Bösevisier. Oder so ähnlich. Er kann sogar sprechen. Ich dachte schon, ich hätte niemanden zum Reden hier, außer vielleicht mein Spiegelbild im Pisseimer. Wo bin ich? Auf der Albatros oder der Fakbarteul in deren komischer Sprache, unterwegs nach Ophir. Ich erinnere mich nicht, irgendwo angeheuert zu haben. Hast du auch nicht. Sie haben dich an Bord geschleift. Du hast ihren Prinzen getötet, wie es scheint. Verdammt, ich erinnere mich an nichts. Nur an die Kanalisation, an die Riesenkröte, dann Stiefel. Wenn die Kröte ihr Prinz war, habe ich Glück, dass ich noch lebe. Kommt auf die Sichtweise an. Ich kann ein bisschen, Ophiri. Sie sind auf einer Mission. Ihr König hat sie geschickt, damit sie den Prinzen finden und erlösen.
Sie haben bei Ihrer Ehre und der Ihrer Ahnen geschworen, dass Sie ihn heil und gesund nach Hause bringen. Und ich habe ihn getötet. Toll. Offenbar glauben Sie, Ihre Ehre zu retten, wenn Sie den Prinzenmörder der Justiz des Königs überstellen. Und wer bist du? Felipe Calagrande, zu deinen Diensten. Gemeiner Dieb, professioneller Hehler und Stadtführer von Ochsenfurt, wenn ich Zeit habe. Was machst du hier? Auch einen Prinzen getötet? Nun, Sie meinen, ich hätte damit zu tun. Weißt du, ich war Ihr Führer und hab Sie in die Kanalisation gebracht. Aber da warst du schon fertig mit dem Prinzen. Es tut mir leid. Nicht deine Schuld, Kumpel. Ich hätte ja auch sitzen bleiben und Gewinn spielen können, anstatt damit zu prahlen, dass ich Ochsenfurt kenne wie meine Westentasche. Sind wir schon lange unterwegs? Ich weiß nicht. Eigentlich nicht. Andererseits, was spielt das für eine Rolle? Eine große. Wenn Sie mich aufhängen wollen, habe ich es nicht eilig. Also, ich bin froh, dass wir nach Ophir fahren. Da gibt es angeblich weiße Wildpferde mit schwarzen Streifen. Die wollte ich schon immer sehen. Sind sie nicht schwarz mit weißen Streifen? Nein, schwarze Pferde mit weißen Streifen gibt es in Sangwebar. Ganz sicher. Hör mal, da war doch eine junge Frau, eine Ärztin, rote Haare. Haben Sie die auch erwischt? An so jemanden erinnere ich mich nicht. Du warst allein. Gut, dann konnte sie fliehen. Hoffentlich ist sie zu Hause. Hast du zu fliehen versucht? Ich habe meinen ganzen Charme spielen lassen, nichts zu machen. Vielleicht ist mein Ophiri zu schlecht. Ich kann gar keins. Wir sind mindestens einen Monat auf See. Ich bring dir die Grundlagen bei. Elkal Orial! Was heißt das? Wir sollen den Mund halten. Da liegt ein Missverständnis vor. Kann ich den Kapitän sprechen? Elkal Sokan! Galavet Kar! Ualbata Gel! Still, du Hund. Du wirst büßen, dass du unseren Prinzen getötet hast. Iliam Valar! Karveretende! Wärst du schon tot. Rihav Kernerarem Karer Ane! Durchgate je Alami! Wir haben bei unserer Ehre geschworen. Wie sagt man, bringt mich zum Kapitän? Wild Alke Ul-e Gulat. Was? Elkal! Wild? Wild Alke Ul-e Gulat. Elkal! Inkal Aver Ikel Ul-Gehegerving Ol-Witer. Was ist passiert? Was hat er gesagt? Du sollst Ruhe geben. In 2 Wochen hängst du. Na toll. Lass gut sein. Es ist zwecklos, mit denen zu reden. Du erntest nur saures Geblubber und sie pumpen sich auf. Hast du gemerkt? Wie diese Fische. Wie heißen die noch? Spricht hier irgendwer die Gemeinsprache? Sie haben diesen Söldner dabei. Ich glaube aus Edirn. Der hat mich angeworben, sie durch die Kanalisation zu führen. Oh, und der Magier, der sie führt, spricht auch ein bisschen. Aber mit dir werden wohl beide nicht sprechen. An deiner Stelle würde ich mich aufs Ohr legen, anstatt anderen eins abzukauen. Wir fahren noch lange. Ich brauche keinen Schlaf, sondern jemanden, mit dem ich kommunizieren kann. Hallo Geralt, kennst du mich noch? Eigentlich nicht. Gaunter Udim, auch Spiegelmeister genannt. Wir sind uns in Weißgarten begegnet. Ich half dir, deine Yennefer zu finden. Ja. So treffen wir uns wieder. Und wieder brauchst du meine Hilfe. Auf dich wartet der Strick, wie ich höre. Falls dieser Fraß hier dich nicht vorher umbringt. Aber beim letzten Mal war er noch nicht so komisch sinister. Wie bist du hier reingekommen? Lange Geschichte. Wir sollten uns auf Nützlicheres konzentrieren. Wie man dich vom Schiff kriegt, zum Beispiel. Du willst doch von Bord gehen, oder nicht? Oh ja, aber was in aller Welt könntest du... Oh, ich kann mehr als du denkst.
Ich helfe dir, Geralt. Aber zuerst muss ich sicher sein, dass du den Gefallen erwidern wirst. Stimmt. Von nichts kommt nichts. In der Tat. Schließlich bin ich Kaufmann. Also, willst du meine Hilfe? Ja. Abgemacht. Wenn alles vorüber ist, treffen wir uns an der Kreuzung unter den Weiden in der Nähe von Yantra. Um Mitternacht. Ach, und ich gebe dir was mit, das dich an mich erinnert. Was ist das? Ein Mal unseres Bündnisses. Mit wem quatschst du da? Mit niemandem. Ich konnte Schiffe noch nie leiden. Schaukeln wie die Teufel, mein Magen auch. Einfach alles verschlafen. Das Wetter. Das finde ich ja nett, dass die diesen kleinen Nebencharakter quasi jetzt nochmal wiederholen und plötzlich zu so einer mysteriösen, mächtigen Figur machen. Mein Tarif erhöht sich ein gutes Stück. Bring uns heil nach Ophir. Der König wird es dir reichlich lohnen. Und der Gefangene? Wir bringen ihn zum König. Das habe ich bei meiner Ehre geschworen. Können wir eurem König nicht einfach den Kopf bringen, wie bei dem anderen? Der ist ertrunken. Wir konnten nichts tun. Der hier wird lebendig abgeliefert. Außerdem, ich will die Hölle sehen, die der König diesem hier bereiten wird. Welche Hölle? Die Strafe für Regizid umfasst Teeren, Häuten und Vierteilen. Okay. Na, habe ich mir gedacht. Na, dann machen wir das noch. Komm, hol dir bitte den Magier. Der ist nervig, glaube ich. Ach, ich habe ja immer noch. Machen wir mal. Ja, okay, passt. So. Verdammt. Verdammt. Passt schon. Da. Nein! Nicht gut. Mein Gott, Geralt, trink deine Schwalbe. Zum Glück haben sie dir deine Tränke und dein rohes Fleisch nicht weggenommen. Ordentlich weh, meine Güte. Ja, ich habe ihn einmal kurz ein bisschen geschnitten. Verdammt, der ist mächtiger, als er aussieht. Auch so angriffsschadenmäßig. Oh, ich habe meine Armbrust nicht. Doch, eigentlich schon. Und Bomben hätte ich eigentlich auch. Oh! Ziemlich cool. Muss man schon sagen.
Oh, an was sind wir denn jetzt gestorben? Hä? Habe ich was nicht mitgekriegt? Ich war doch so weit weg vom Sandwirbel, hat mir da trotzdem Schaden gemacht. Boah, ich weiß überhaupt nicht, wie man den Magier überhaupt bekämpfen soll. Vielleicht doch mit Schutzschild. Wieder. Hat bei der Kröte auch geholfen. Das ist ja ein Bosskampf nach dem anderen. Ich bin jetzt gespannt, wo es uns wieder reinlädt, weil wenn es direkt am Anfang des Kampfes gespeichert hat. Kämpfes gekampft, kämpft. Kämpfe wir die Kämpfe gehälften. Könnten wir die Folge beenden, will ich damit sagen. Aber jetzt gucken wir mal kurz. Schnubidubi, 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 Schnappidabbi, Come on, Spiel. Ich hab schon, weiß ich nicht, Omas schneller Sockenstrecken sehen, wie du hier lädst. Ich weiß nicht genau, warum das jetzt, was das für ein Vergleich sein soll. Ich habe keine Ahnung. Aber jetzt habe ich schon gesagt, jetzt stehe ich auch dazu. Und dann ist der Lade. Ah ja, perfekt. Dann würde ich sagen, Ende Gelände, Pupende. Und Tschüssikowski, bis nächste Woche. Macht's gut. Gute Nacht. Adieu. Ciao. Baba.